So Leute, es gibt eine Änderung der Balancing Changes, und zwar was den Blitz betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Supercell hat ja einen ordentlichen Buff des Blitzzaubers geplant gehabt. So, mit dem hat man unter Umständen auch in einigen Kombinationen mit einem Blitz und Beben Luftabwehren zerstören können. So. Supercell hat das zum größten Teil wieder zurückgenommen. Der Blitz wird jetzt zwar stärker, aber bei weitem nicht mehr so viel. So, das ist jetzt die aktuelle Tabelle und ich erkläre jetzt noch einmal schnell, was man für was braucht. So, also, wie sieht das auf Rathaus 7 aus? Das ist das Grüne hier. So, also, ich sollte einmal Level 4 Blitzzauber haben. Wenn ich die nicht habe, also Level 2 oder Level 3, brauche ich immer 3 Blitze, um eine Luftabwehr zu zerstören. So, wenn ich 4er Blitz habe auf Rathaus 7, kann ich bis zu Luftabwehren Level 4 mit 2 Blitzen erledigen. Sonst nichts, nur 2 Blitze. Kapeten kann ich ja noch nicht nehmen in die Klärenburg. So. Sobald der Gegner Level 5 Luftabwehr hat, bin ich hier. Brauche ich 3 Blitze. So. Was lernt man daraus? Luftabwehren bauen, 4er Blitz bauen. So. Gut. Auf Rathaus 8 ändert sich jetzt Folgendes. Sind wir hier. Wenn ich Blitzlevel nur 4 habe, kann ich, wenn ich ein Beben dazu nehme, egal ob eigenes oder in der Clanburg, Luftabwehren bis Level 7 oder höher zerstören. So, 2 Blitze, ein Beben. Also das erste, was ich machen werde auf Rathaus 8, ist, dass ich meine Clanburg baue und ein Beben in die Clanburg nehme. Das schaffe ich einmal, dann bin ich hier. 2x 4er Blitz und Beben und schaffe eigentlich alle relevanten Luftabwehren bis Level 9 in dem Fall. So. Sobald ich 5er Blitz habe, bin ich hier. Dann schaffe ich bis Level 6, also alle auf Rathaus 8 vorhandenen Luftabwehren, mit 2 Blitzen. Brauche kein Beben mehr. So. Und dann kann ich zum Beispiel ein eigenes Gift bauen und mir einen Eilzauber in die Klammburg spenden lassen. Bisher habe ich ja immer Beben gebraucht und die 2 Blitze und habe kein Gift mehr gehabt. So. Auf Rathaus 6, also nicht, Entschuldigung, auf Rathaus 9. Sobald ich Blitzlevel 6 habe, kann ich mit 2 Blitzen alle relevanten Luftabwehren zerstören, also die von Rathaus 9 und auch die von Rathaus 10, die Level 8er. Und brauche kein Beben mehr dazu. So, wenn ich den Blitz nicht entwickelt habe auf Rathaus 9, kann ich nur 6er Luftabwehren blitzen, es sei denn, ich nehme wieder ein Beben. Auf Rathaus 10 und aufwärts kann ich jede Luftabwehr blitzen mit 2 Blitzen, brauche kein Beben mehr dazu. So, die Frage, was ist aus einem Blitz und ein Beben geworden, was Supercell geplant hat, funktioniert mit Blitz Level 7 nur mehr bis Luftabwehr Level 2, also nicht mehr wirklich relevant. Also, wenn ihr nachschauen wollt, hier, die Tabelle sagt aus. Was, wenn ich sage, ich habe Blitz und Beben, wie hoch ist das Level Luftabwehr, das ich maximal schaffen kann damit? Und hier habe ich noch die gegenteilige Tabelle. Schwupps. Die sagt aus, ich habe Luftabwehren und ein gewisses Blitzlevel, zum Beispiel ich habe 5er Blitz und will eine Level 6 Luftabwehr platt machen. Was brauche ich dafür? Also zweimal Blitz. Oder EQ1 heißt Earthquake 1, das heißt, ich brauche 2 Blitze und das Beben. Oder hier gibt es es auch ein paar Mal, ich brauche 3 Blitze zum Beispiel. So. Gut. Also, zum Beispiel Rathaus 4 wäre hier, wobei Beben 1, wenn ich das nicht habe, brauche ich eben 3 Blitze stattdessen. So, also. Ich glaube, Sie haben es verstanden.
Falls nicht, fragt mich noch einmal im Klarchat, was ihr genau braucht. Bis dann.